Ein Scheich war einmal eingesperrt. Ich erzähle die Geschichte sehr gerne, damit wir uns auch ein Bild machen und uns eigentlich schämen sollten. Ein Scheich war eingesperrt in Ägypten. Und ihr wisst, in Ägypten herrschen diese Ungerechten, möge Allah Azzawajal ihnen geben, was sie verdienen. Sie haben ihn eingesperrt und er saß in seiner Zelle und sagte, Allahul Musta'an, was werden sie mit mir machen? Natürlich eine Sorge, die jeder von uns hätte. Dort, liebe Geschwister, nur damit ihr im Bilde seid, dort geht es nicht so zaghaft zu wie in anderen Ländern. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Wärter dort mit der Zange, mit der Säge kommt und dort ein Körperglied von dem Insassen, von dem Gläubigen ansägt und sich dabei über ihn und Allah lustig macht. Das ist normal. Das ist nichts Außergewöhnliches. So hat er in seiner Zelle gesessen und gesagt, was werden diese Leute mit mir machen? Und dann irgendwann ist er zur Besinnung gekommen und sagte, Subhanallah, wenn ich einmal diese Angst, die ich vor diesen Leuten habe, vor Allah hätte, dann wäre ich wahrlich ein Gläubiger. Aber wir verstehen nicht. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَحْذَرُوا. Wisset, dass Allah weiß, was in euren Herzen ist, darum passt auf vor ihm. Gebt Acht vor ihm. Seid vorsichtig, was ihr gegenüber Allah Azza wa Jalla macht. Allah weiß, was in unseren Herzen steckt, liebe Geschwister. Ja,